Reihe, um ehrlich zu sein, genau. Das Trio Infernal besteht aus Sängern, deren Hauptstimme der Bass ist, was die Auswahl an Liedern etwas stark einschränkt. Da ist ein bisschen Flexibilität gefragt und auf neue Herausforderungen lassen wir uns ja gerne ein. Und wir werden immer wieder gefragt, sagt mal, wenn man euch so hört, ihr hört euch an, als hättet ihr nur einmal geprobt. Das ist die hohe Kunst. Wir haben zweimal geprobt. Wie oft wir dieses Mal geprobt haben, das überlassen wir ihm. Verkaufen, wenn du denkst, du kannst mir was.
Festivals ist auch mal so eine lange Umbaupause. Ja. Übrigens, das ist jetzt eine Notlösung. Ich habe das Mikro. Wir hatten nur zwei. Und ein drittes, da kamen wir nicht mehr ran, wie an der Schule. Wurden uns nur zwei rausgelegt. Deswegen ist das jetzt hier. Sieht ein bisschen komisch aus, aber. Jetzt habe ich die Hände frei. Ist auch schön. Nicht schlagen. Nein, okay. Neulich sehe ich meine Freundin mit dem anderen durch die Gegend wandern. Beide gehen links Hand aneinander. Ich näher ran da und kann es gar nicht fassen, wie die beiden sich so aneinander gehen lassen. Gut, ich habe mal gelogen. Fremdgegangen bin ich auch. Das ist was anderes, weil der Mann das braucht. Das ist aber noch kein Grund für sie, das auch zu tun und sich auf dem Schoß von diesem Typen auszuruhen. Das vor allen Leuten mit diesem X-Beliebigen. Ich wüsste jetzt was, das würde mich befriedigen. Ich würde ihn gerne boxen, würde ihn gerne schlagen. Zuerst an den Kopf und dann in den Magen. Doch der Typ, der ist 3 Meter groß, ein richtiges Tier. Und dann sagt er zu mir: Heute sei geschmeidig, sei doch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und nimm es nicht so an. Alter, bleib geschmeidig, sei doch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und nimm es wie mein Mann. Manchmal muss man die Gegebenheiten einfach akzeptieren. Es ist doch besser, die Freundin als die Zähne zu verlieren. Ich gehe nach Hause, baller mir ein, schlafe durch bis zum nächsten Mittwoch wie ein Stein. Da klingelt auch schon das Telefon. 3-mal darfst du raten, wer da dran ist. Da kannst du einen drauf lassen, dass es dieser Mann ist, der den ganzen Tag ein riesengroßes T-Shirt trägt, auf dem geschrieben steht: Ich Chef und du nix. Innerlich nehme ich Haltung an und mache einen Knicks. Der fragt, was ich mach, der fragt, was ich treib, warum ich nicht zur Arbeit komme und wo ich denn bleib. Ich bin müde, ich bin tranig, oh, ich möchte jetzt nicht reden und mit dem schon gar nicht. Ich lege den Hörer daneben und gehe ins Badezimmer. Und als ich wiederkomme, labert er noch immer. Irgendwann habe ich dann genug von ihm und duze ihn. Walter, bleib geschmeidig, sei doch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und stell dich nicht so an. Walter, bleib geschmeidig, sei doch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und nimm es wie ein Mann. Ich fand, das war ziemlich cool von mir, doch mein Chef, der setzt mir den Stuhl vor die Tür. Da sitz ich nun in meinem Kapuzenbademantel, ohne Freundin, ohne Job, Kapuze überm Kopf. Es klingelt an der Tür, na sowas, mache auf und Zeuge Jehovas. Der fragt mich, wie es denn mit meinem Glauben steht. Ich sage: Kennst du das Buch vom Bindefleisch? Tür zu. Ich leg mich wieder hin und frage mich, in was für einem Film ich hier bin. Mein Leben ist seltsam, die Welt ist eine Scheibe, egal was noch kommt, ich bleibe geschmeidig, bin auch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und stell mich nicht so an. Nee, nee, ich bleib geschmeidig,
bin auch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und nimm es wie ein Mann, zumindest arbeite ich dran. Ich bleib geschmeidig, bin auch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und stell mich nicht so an. Ich bleib geschmeidig, bin auch nicht beleidigt. Bleib geschmeidig und nimm es wie ein Mann. Yo, yo, ich bleib geschmeidig. Es geht in die Stadt der Liebe. Da kann man ja auf unterschiedliche Weise hinreisen. Zum Beispiel mit der Bahn. Da braucht man Geduld. Mal mehr, mal noch mehr Geduld. Manchmal ganz viel Geduld. Und man muss sich beim Personal entschuldigen, dass man auch Bahn fährt. Und es gibt garantiert immer kinderreiche Familien in demselben Abteil, die insgesamt einen Lärmpegel verursachen, der vergleichbar ist mit einem startenden Jumbo-Jet. Man kann auch mit dem Bus fahren, ist billiger. Nur ausgerechnet in diesem Bus, in dem man sitzt, fällt die Klimaanlage aus. Und der Typ neben einem, der ist so fett, dass er schon die maximale Zuladung des Busses voll ausnutzt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Flugzeug zu fliegen. Der Flug alleine geht schneller. Nur man muss jetzt mal hinkommen zum Flughafen und vom Flughafen in die Stadt. Und das Flugzeug selber ist auch nicht der Hit, sind wir mal ehrlich, mit 11 cm Kniefreiheit. Nee. Bequemer geht es doch beim Taxi eigentlich. Davon handelt dann dieses Lied auch. Und danach geht es um eine andere Spezies, die zum Thema Liebe begegnet, nämlich der Gigolo. Er füllt quasi die Lücke zwischen romantischer Liebe und käuflicher Liebe. Ich habe hier Lust stehen, was ist das denn? Nein, käuflicher Liebe. Und der wird als Bellamy besungen. Hier wird auch einer auftauchen, ich weiß nicht, wie der Bezug dazu ist, aber wir werden uns überraschen lassen. Französischen Küssen, Mona Lisa
Paris hat sie mich lächelnd gebissen. Mit einem Taxi nach Paris, Paris, Paris. Nur für einen Tag. Mit einem Taxi nach Paris, Paris. Weil ich Paris nun mal so mag. Mit einem Taxi nach Paris. Und vielleicht ein kleines Rendezvous. Taxi nach Paris, nur für einen Tag, mit einem Taxi nach
jetzt die undankbare Aufgabe bekommen, sie aus der schmalzumgebenden Liebeswelt Paris in die harte und schmerzhafte Realität zurückzuführen. Bellamy hat gewütet und sie bleibt zurück. Die Tränen fließen und könnten ein ganzes Meer füllen. Und dann ist der Gute plötzlich wieder da und sagt, dass er sie immer noch liebt. Der ganz normale Wahnsinn halt. Musikalisch aufbereitet in dem Stück Cry Me a River. Anschließend besingen wir in Gabriellas Song besingen wir die Liebe in einer ganz besonderen Weise. Es geht darin um eine Frau, die beginnt, sich selbst zu lieben und die innere Stärke entwickelt, sich aus einer Ehe, in der sie leidet, zu befreien. Wie ihr das gelingt? Sie ist Mitglied in einem Chor und erfährt dort menschliche Unterstützung und durch das Singen die Kraft und die Stärke und das Selbstbewusstsein, das ihr fehlt und das sie dort bekommt. Das Stück ist aus dem schwedischen Film Wie im Himmel, sodass wir das auch in Schwedisch singen werden. Und nun also Cry Me a River und Gabriellas Song. Love me.
Kleiner Moment, ja? Wir sind ein bisschen verknüpft. Ja, er ist... Es gibt ein kleines Problem. Wir haben vor der Pause darüber geredet und das Freud-Ding, das ist uns nicht so gut gefallen. Im Besonderen, weil Sie das andere Chor so wunderbar und Werner, vielen Dank für dein hervorragendes Niederländisch. Wir haben es auch nicht verstanden. Aber darum haben wir ganz gut gesucht und die Caroline hat eine Nummer gefunden, ein Lied, eine der berühmtesten deutschen Lieder und das möchten wir gerne mit euch teilen. Also zusammen sang Samstagmittag. Sind auch hier. Üben. Nur mit dieser Gruppe? Gruppe 1. Gruppe 1. Aha. Klunki, halunki, klunki, halunki, klunki. Ihr seid wunderbar. Klunki. Ebeli, 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 ebeli. Klunki, halunki. Ja, Enthusiasmus. Die Heilung geht. Sie hören mir nicht gut. Die Heilung geht. Ich rede nicht gerne, ich habe den Fall nicht gut. So gut. Bis später. Okay. Und hier? Gruppe 3. Gruppe 3.
sehr intelligent, auch sehr schön, lieb. Aber wenn Sie Lust haben zum Mitsingen, dann lass es nicht. Ja. Now everybody. Thank you.
about Jeannie with her light brown hair, with a smile like the day dawn, wild notes, a sighing in the wind. Jeannie with a long brown hair. My father's house.
Das ist das Beste je. Aber das ist nicht so. The best is yet to come. We all know. This was a song about the love of religion. In den 70er Jahren. We go to the most important thing, the religion of love. We present to you the theme from Lover. Love.
ein Händchen noch. Und das ist dann so, um die Gemüter wieder ein bisschen abzukühlen, haben wir uns danach gedacht, ein ruhiges Lied nochmal zum Ausklang. Und ja, das würden wir dann jetzt gerne bringen. Und bevor ich das nachher vergesse, ich kenne mich, möchte ich Sie nochmal daran erinnern, oder möchte ich Sie bitten, am Ausgang ganz kräftig zu spenden, dass wir hier in diesen Saal nicht rein durften. Das ist ganz toll. Sie haben vielleicht gemerkt, also ich finde diese Akustik nämlich super toll und ich hoffe, bei Ihnen ist das auch gut alles angekommen. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns diese Schule sozusagen warm halten könnten und da würde Ihre Spende gut helfen. Und ich hoffe, Ihnen hat es insgesamt gut gefallen und wir würden uns freuen, Sie demnächst wiederzusehen zu unserem Konzert.
wunderbaren Gedanken. Einmal bei unserem Percussion-Meister. Applaudiert haben, aber natürlich auch kolossale Vokal für das Willkommen hier. Wir haben heute Morgen schon eine schöne Boottour gehabt und das alles ein ganzes Programm haben organisiert für uns. So, wir haben auch kleine Geschenke für das Chor während des Übenabends. Und jetzt ist es sehr gemütlich, aber es kann so sein, dass während des Übenabends es nicht allzu so gemütlich ist. Dann gibt es ein bisschen Stress, na, dass es alles gut ist. Und uns Geschenk ist das, um alles ein bisschen kahl und ruhig zu machen in Berlin. So, Monique? So, wir haben ein ganz große Menge holländische Snacks. So, wenn es wieder spannend wird, während einer Übenabend, dann ist das der Moment für die kleinen Snacks und dann wird es wieder entspannend sein. Danke vielmals.